Sisul, und damit willkommen zurück zu The Sims 3 Lucifer. Ja, aber wie ich schon letztes Mal sagte, wir spielen ja nicht den dunklen, bösen Lord der Finsternis, sondern wir spielen hier ja den Menschen. Also Lucifer ist aus der Hölle rausgekommen, er hat die Schnauze voll, um es sozusagen von seinen Ruf und möchte wissen, wie es ist, als Mensch zu leben. Also ein bisschen eine Anlehnung an die Serie Lucifer, die ich einfach sehr, sehr schätze und auch liebe. Und ja, letztes Mal sind wir eingezogen. Ich habe ein bisschen Sachen erklärt, was ich vorhabe. Und jetzt geht es schon los. Ja. Wir haben 5000 auf der Uhr, es ist 23 Uhr und wir gehen gerade schlafen. Das heißt, wir spulen erstmal vor. Denn so viel wird erstmal nicht passieren. Aber ich mag das in der Stadt, ne? Es ist immer sehr ruhig. Passiert nicht so viel, das ist wirklich so, also. Und die Nacht verging. Und verging. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es in der Stadt Bridgeport immer bewölkt ist. Okay, jetzt nicht, aber halt morgens, also am Tage, ist es immer irgendwie grau. Es ist wirklich so, das Bild in der Stadt grau. Es ist nie irgendwie, dass wirklich mal die Sonne scheint. Also, dass man, ja. Apropos Sonne, ja, ich habe, wie letztes Mal schon angekündigt, ja, die... Jahreszeiten ausgeschalten, das heißt, außer Winter. Das heißt, diese Stadt wird sich in ein Eismeer oder in eine Winterlandschaft verwandeln, was natürlich daran liegt, da Lucifer aus der Hölle raus ist, so ein bisschen das Klima verändert durch seine Anwesenheit. Das heißt, wir haben jetzt zwar noch Sommer, aber in einem Tag wird es Winter. Und ich habe, glaube ich, gesehen, wir haben auch Frühling aktiviert, das machen wir auch mal. So. Dann bleibt es nämlich wirklich für immer, solange Lucifer lebt, Winter. So, da sehe ich schon einige Menschen und wir sehen schon, der Tag bricht ran. Und Wolken ziehen wieder mal auf. Ist immer so. Und da geht die Sonne auf. Ach, guck mal an. Der Lord steht auf. Ja, da kannst du mal gleich das Bett machen. Und auch das ist dein Bett. Da machen wir natürlich erstmal ein bisschen Musik an. So. Und du hast natürlich Durst, darum gibt es erstmal einen Plasmasaft. Zum Sommerfest gehen. Ich glaube, das können wir dann mal machen. Ja, guckt ja an, sein Bademantel hier rot, also er sieht schon sehr Lucifer-mäßig aus. Nur scheint es seine Kette irgendwie, die ich ihm gemacht habe, sein Kreuz, sein umgedrehtes Kreuz. Der räumt auch nichts weg, ne? So, da würde ich mal sagen. Ich finde es immer wieder wichtig, wie man Apartment hat, die anderen Leute hört. Man hört immer so bum bum rumpeln und alles. Finde ich cooles Detail, dass man wirklich so denkt, okay, hier wohnen auch andere. Computerspiele spielen? Nein, Schachspieljobs. Ja, ich würde mal sagen, wir suchen mal nach einem Fall. Das können wir mal machen. Unseren ersten Fall als Ermittler. Die Anfänge sind schwer.
Hallo, hier spricht Lucifer. Ich hätte gerne einen Fall. Oh, interessant. Aha. Mal schauen, was wir hier haben. Oh, Hochleistungslernen für Lucifer Morningstar. Die Bibliothek bietet Ruhe und Frieden wie kein anderer Ort der Stadt. Such dir einen Ort, an dem du dich entspannen kannst, um mäßig Literatur zu absolvieren, dein Studium voranzutreiben. Das Sommerfest ist in der Stadt und bla bla bla. Das ist das, ja, das Sommerfest am letzten Tag. Am letzten Tag. Hochleistungslernen, okay. Ja, warum nicht beobachten? So, auf geht's. Vampirische Kräfte, beziehungsweise teuflische Kräfte. Diesmal bin ich rausfallen lassen. Glaube, das ist sogar Sims 1 Musik da am Fahrstuhl. Jetzt aber los hier. Oh, die U-Bahn. Mein Freund und Helfer, auf geht's. Eine Achtung, Achtung. Achtung, danke schön. Ja, raustreten. Können wir uns im Gebäude aufhalten, dann geht's ja. Da sieht man noch ein bisschen seine roten Haare noch ein bisschen mehr. Mann, ein Krach der. Oh. Oder ein bisschen seine Halbplatz, keine Ahnung. Ja, die Grafik habe ich auch runtergestellt. Oh. Und was sollen wir jetzt hier lernen? Oder ist das denn schon erledigt, wenn wir hier sind? Lernen an folgender Ort, Bibliothek. Okay. Lesen. Kommunikation, was heißt das? Ich habe jetzt gar nicht so schlecht. Kommunikation, was ist das? Oder können wir hier was lernen? Ne, wir lernen jetzt was. Es hat nicht viel mit Fall zu tun, es ist wahrscheinlich alles. Lernen halt, warte mal. Können wir hier. Natürlich können wir hier lernen. Schauen wir mal nach, was die hier versteckt haben. Buster Wound. Oh, Hallöchen, Vampire. Vicky Pralett. Ja, wie sie schon gleich rüber guckt, so, ne? Hallöchen. Oh, sie guckt überhaupt nicht rüber. Ja. Nehmen wir mal richtig seine Rotstich. Juhu, Lucifer hat das Problem mit 0, nichts gelöst und dafür eine fette Belohnung erhalten. Okay, warum auch immer. Aber gelernt haben wir trotzdem nichts. Ich weiß nicht, was wir hier lernen sollen. Gibt es denn überhaupt was für Lernen? Oben vielleicht.
Lerne an folgenden Ort. Ja, was wir hier lernen sollen, weiß nicht. Belauschen, jagen, ich weiß nicht. Ja, wir gehen mal auf Toilette. Wir lassen das mal sein, weil ich finde das albern irgendwie. So. Du kannst ein bisschen du, wird bist du. Kai Laiko. Ja, komplett in Weiß hier, wa? Komm mal, Star begrüßen. Ja, aber ich meine, ein Star. Hallo, ist auch ein Star. Dwarf. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid, vielleicht ein anderer Mal. Ich glaube, du hast nicht das Zeug, mich zu beeindrucken. Was? Also ich bin Ermittler. Ich mache hier voll die wichtigen Fälle. Und suche. Aber ich. Ah, schon nicht irre. Cool. Außerdem schreibe ich. Ich schreibe mein neues Roman. Ich habe angefangen zu schreiben. Bin ein richtiger Schriftsteller. Oh, das klingt cool. Cool, cool. Und ich bin reich. Ich habe 5000 Samoyans. Ich bin ein reicher Mensch. Ich habe... Oh, das ist schon... Das ist schon cool. Und, und ich bin schlau. Bin schlauer als sie alle zusammen. Bin ein schlauer Mann. Oh, ich verstehe. Du bist cool. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Lucifer hat den Star Kai Laiko beeindruckt. Jetzt können die beiden soziale Interaktionen austauschen. Beeindruckt. Es ist nicht einfach, sich in der Stadt einen Namen zu machen, aber Lucifer Morning ist der erste Schritt zum Ruhmglück. Schon bald wird man Lucifer Morningstar kennen. Dank des unbändigen Wunsches nach Beachtung ist Lucifer nun kein niemand mehr, sondern Ruhmschmarotzer. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich ist er ein Star. Oh, Lucifer Morningstar, es ist eine Ehre, auf jemanden zu treffen, der genauso berühmt ist wie ich, natürlich. Weil wir einen Star beglückt haben, also beeindruckt haben, sind wir jetzt Freunde. Ja, daraufhin erstmal ein Witzchen. Skiba, Klonabieber, Uber Reaper. Ich meine, Lucifer muss schon ein Star werden, oder muss schon bekannt werden, ne? Nicht komplett, aber... Ja, dann nicht, wir müssen auch auf Toilette. Wo ist sie? Ja, wo ist Toilette? Wo ist Toilette? Eine Toilette? Wo ist das Frauen? Das ist sehr komisch gebaut hier, das muss ich schon mal sagen. Wo ist denn jetzt Herren? Aha, die haben auch hier ein Klo. Ja, sowieso, ein Klo. Und danach gehen wir dann mal auf in den Sommerfest und schauen mal, ob wir da Leute finden. Ja, was Fälle betrifft, mal schauen. Auf jeden Fall haben wir ein Logikbuch da und haben schon mal 2 Logikpunkte und 2 Schreibenpunkte, was nicht mal so schlecht ist. Gut, wir lernen immer dazu. Wir sind ein Star geworden auf einmal. Ja, unverschämt. Guck mal, er ist unverschämt, genau. Er ist unwiderstehlich. Ein Genie, scharfsinnig, charismatisch. Also, ich denke, das wird schon alles funktionieren. Ich hoffe, der fährt immer mit U-Bahn dahin. Aber ich denke, den Weg wird dazu. Taxi. Nicht wahr? Lucy. Das sieht. Mensch. Und er
Geht zielgerichtet auf. Oh, ja, natürlich. Taxi, bitte sofort dort hinten. Zur 3 Meter weiter. Oh, da liegt einer auf dem Boden. Ja, sag ich doch. Und jetzt. Ernsthaft? Du lässt dich mit einem Taxi zu U-Bahn fahren, um dann damit zum Stadtpark zu fahren, was ein paar Meter weiter weg ist, wo du hättest zu Fuß hingehen laufen können? Guck sie an. Bam. So ein fauler. Naja. So. Ist aber schnell. Ist gar nichts los hier. Ist ja wirklich nichts los hier. Hopp, oh, hallo, ja. Essen kaufen bringt uns wenig. Essen kaufen ist immer doof für Vampire. Aber ja, Lucifer wird ja auch nicht essen. Lucifer. Kann mal ein bisschen Rollstuhl laufen, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen. Hier ist ja kein Mensch. Gut, Montag, da werden die meisten wahrscheinlich arbeiten, aber 16 Uhr, 16:30, kein Mensch ist auf dem Startpark. Niemand. Wirklich niemand. Vielleicht kommen die auch alle noch. Ja. Ich als Dämon, ich renne einfach hier ein paar Runden. Ja, ich bin so schnell, ich brauche gar keinen. So, das erreichen. Bromsenlitter. Wir können mal jagen. Wir jagen einfach mal als die dämonischen Felder. Na, ich spüre. Lucifer Morningstar ist soeben auf die Jagd gegangen. Er wird sie nie vergessen, wie ihm der Duft dieses leckeren Zimts in der Nase wehte. Ja, was heißt denn das jetzt? Wo ist er? Da ist das Opfer. Und das müssen wir jetzt. Wie machen wir das jetzt? Lose einlösen, Essen kaufen. Mal schauen, was jetzt passiert.